ey. Die letzten Tage hat mich immer wieder dieses eine Kommentar verfolgt. Und damit dieses Kommentar, was mir wirklich unzähligen Nächten den Schlaf geraubt hat, endlich aus meinem Kopf verschwinde, dachte ich mir, fahre ich ins IKEA. Döngi. Und Leute, ich wurde definitiv fündig. Schaut euch mal diese geile Errungenschaft hier an. Leute, diese Giflas sind so lecker, Mann. Mmh. Gifla? 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 Wie spricht man die Scheiße eigentlich aus? Giflar. 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 Andere Sache, Leute, ist euch eigentlich aufgefallen, an was für einem Tisch ich hier sitze? Alter, dieser Tisch ist so riesig. Ich weiß gar nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt. Wir haben ihn einfach online bestellt, dachten uns, naja, 1,80 Meter, das ist wahrscheinlich ausreichend, aber wenn man hier zu zweit lebt und den größten Teil des Tages alleine verbringt, dann ist dieser Tisch schon, ja, groß. Aber ganz so alleine bin ich ja nicht. Ich meine, ich habe ja hier meine... Auf jeden Fall, Leute, wir haben uns diesen hochglanzschwarzen Fernsehtisch gegönnt. Hier fehlt noch eine Schublade, die muss noch geliefert werden. Das Ersatzteil hat gefehlt. Ansonsten, wir schauen beide relativ wenig Fernsehen. Aber ja, so ein schöner Fernsehtisch macht einfach was her. Und man kann hier ein paar schöne Fingerabdrücke hinterlassen. Dafür ist es sehr gut geeignet. Der Tisch, wie gesagt, weil ich ihn größtenteils auch als Schreibtisch nutze und hier optimal einen wunderschönen Ausblick auf die Wäsche habe. Und selbstverständlich über ganz Wiesbaden, wo ich zufälligerweise hier vorhin einen Brand mitverfolgt habe. Warum auch immer. Außerdem hier mal einen Schrank fürs Waschbecken, damit man hier mal die ganze Scheiße, die hier steht, verstauen kann. Und ja, Leute, das hier ist Absicht. Weil meine Freundin gesagt hat, ich soll hier extra hier noch so ein Stück dran lassen, weil es einfach nur ein Gehirnorgasmus ist, wenn man dieses... Alter... Hier warten noch ein paar Kollegen darauf, von mir aufgebaut zu werden. Das ist zum einen ein ganz schlichter Schrank und zum anderen hier bestehend aus zwei Paketen ein Schrank, der hier hinkommt. Leute, ich habe euch bewusst auch nicht alles gezeigt, weil ja immer noch so ein bisschen im Raum steht, dass ich eine Roomtour machen könnte. Also falls ihr mal Bock drauf habt, wirklich jede Ecke und Kante der Wohnung zu sehen, gebt dem Video mal einen saftigen Daumen nach oben. Und ja, dann werde ich mir auf jeden Fall mal vornehmen, so eine Roomtour abzudrehen. Dafür muss natürlich hier noch einiges aufgebaut werden, noch ein bisschen Deko muss her, aber im Grunde wird die Wohnung niemals vollständig sein. Also ich gebe zu, wir leben hier ein bisschen minimalistisch, aber das liegt auch nur daran, dass ich einfach so ein kleiner Minimalist bin und ich es halt einfach liebe, wenn ich hier an einem Tisch hocke und hier einfach nur mein Laptop steht und nichts sonst, einfach nur mein Laptop und... Unsere Prioritäten lagen jetzt die letzten Monate ein bisschen woanders, vor allem weil ich mir jetzt auch hier diese sexy Kamera angeschafft habe, die so viel kostet wie ein Kleinwagen, wie ein Mittelklassewagen. Alles kann man nicht haben und mittlerweile muss ich sagen, fühle ich mich auch sehr, sehr wohl in der Wohnung. Ich würde sagen, draußen ist mega, mega schönes Wetter. Ich werde jetzt gleich, wenn meine Freundin von der Arbeit kommt, mit ihr gemeinsam bis nach Frankfurt gehen und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Welcome to Frankfurt, Leute. Wir sind hier inzwischen in Frankfurt eingetroffen. Und ratet mal, wo es zuerst hingeht. Der Louis-Store wird leergeräumt. Natürlich nicht, Leute. Hier wird Windows-Shopping auf dem höchsten Niveau betrieben. Aber mal im Ernst, Leute, dieser Store sieht einfach nur zu krass aus. Wenn ihr einen Mosh-Mosh bei euch in der Stadt habt, dann geht zu Mosh-Mosh. Das ist so ziemlich das Beste, was ihr finden könnt. Allgemein empfehle ich immer, ja nicht allgemein asiatisch, sondern eher japanisch, koreanisch, vietnamesisch. Was ich nicht empfehle, ist chinesisch, weil das einfach extrem fettig ist. Du hast fettige Soßen und ich blende euch jetzt einfach mal ein, was ich jetzt gerade gegessen habe. Ist einfach perfekt. Besser kann man es nicht machen. Also Leute, ich würde sagen, ich gönne mir jetzt gerade noch ein bisschen die Skyline und dann sehen wir uns morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Eigentlich bin ich noch gar nicht ansprechbar. Wir haben 7 Uhr, 8.
Ich bin seit 5 wach. Ich habe jetzt ein bisschen meinen Vlog vorgeschnitten, damit ich später nicht so viel Arbeit habe. Und ich hasse mich gerade selbst, weil ich normalerweise immer ganz gerne in den Tag rein starte, gerade wenn ich so früh aufstehe, indem ich irgendwas für mich tue, indem ich ein bisschen meditiere oder, keine Ahnung, ein bisschen Musik höre, mir ein Hörbuch anhöre, ein bisschen lese. Das sind so Sachen, denen man viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Und gerade wenn ich früh aufstehe, schaue ich, dass ich dann sowas zuerst mache und nicht direkt wieder vorm Bildschirm lande. Das ist echt, naja. Ich werde mir jetzt hier mein Frühstück zu Gemüte führen. Wie immer ein kleines Porridge mit Mandelmilch aufgekocht in der Mikrowelle. Dazu ein paar Beeren, Himbeeren, Blaubeeren und eine Kiwi. Vitamin C Goals. Hier dazu einen Kaffee. Und hier haben wir meine Drogenküche. Das sind diverse Vitamine und Spurenelemente. Angefangen hier mit den Daily Vitamins von Foodspring. Hier Zink und Magnesium, eine Kombination. Hier haben wir, das ist nicht von Foodspring, Vitamin C, Vitamin B12 für alle Veganer da draußen. Ich bin's nicht, aber ich esse wenig Fleisch, deswegen Vitamin B12. Das sind die Zinktabletten, das sind die Daily Vitamins. Und hier haben wir, was haben wir hier? Vitamin D3 und K2, also übelste Drogenküche. Und ja, hier haben wir die Stevia Drops. Stevia kann ganz interessant sein, wenn ihr eure Speisen süßen möchtet, ohne jetzt zu viele Kalorien zuzuführen. Dazu nehmt ihr hier einfach diese Pipette, saugt sie auf und jetzt gibt ihr hier einfach so ein paar Drops drüber. Seid damit auf jeden Fall sparsam, weil 3-4 Tropfen süßen 300 Milliliter Flüssigkeit und da kann es schon mal schnell passieren, dass das Porridge viel zu süß wird. Also ich knall hier immer so maximal 5-7 Tropfen drüber. Stevia Drops sind für mich nicht so interessant wie für manch anderen, weil ich in einer Gewichtszunahmephase bin, in der ich jetzt nicht so auf meine Kalorien schauen muss, beziehungsweise ich hier einfach auch ein bisschen Ahornsirup oder Honig drüber gießen kann. Und diese extra 100 Kalorien mir jetzt eher gut tun, als dass ich darauf verzichten muss. Deswegen, falls der ein oder andere von euch in der Diät ist oder ja, einfach ein bisschen auf seine Kalorien aufpassen möchte, empfehle ich auf jeden Fall hier die Kollegen. Und ansonsten würde ich sagen, ich gönne mir jetzt hier mal erstmal meinen Kaffee. Mann, der ist schon fast kalt geworden. Ich finde, Kaffee muss man einfach schlürfen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch so ein Schlürfer seid. Ich finde, da nimmst du die ganzen Aromen und den Geschmack einfach viel besser auf. Also Leute, ich komme jetzt erstmal hier klar und dann geht's für mich ins Training. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, welche Muskulatur ihr persönlich am liebsten trainiert. Also bei mir sind es definitiv die Beine, auch wenn ich es manchmal leugnen möchte. Das ist so eine kleine Hassliebe. Was ich beim Beintraining liebe, ist, dass man an seine Grenzen stößt wie bei keiner anderen Muskulatur. Gerade wenn man jetzt Übungen wie die Kniebeuge beispielsweise macht, wo einfach das zentrale Nervensystem so krass gefordert wird, wird man oft so ein bisschen auf die Probe gestellt, wie weit man bereit ist zu gehen. Damit möchte ich euch sagen, traut euch ruhig mal an diese fortgeschrittenen Übungen in Anführungszeichen, weil ihr daran halt extrem wachsen könnt, gerade auch mental. Also demzufolge möchte ich euch einfach heute mal einen kleinen Einblick geben in die Kniebeuge. Ich habe euch ja schon öfter mal ein Video dazu gemacht, aber jetzt möchte ich einfach mal explizit nur auf die Kniebeuge eingehen, nicht auf mein Beintraining insgesamt, weil ich denke, dass das sonst viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und eure Muskulatur auf diesem Wege nicht so anfällig für Verletzungen zu machen. Dann seid ihr optimal vorbereitet. Wenn ihr diese Übung noch nie ausgeführt habt, dann empfehle ich euch ganz klar, startet erstmal mit dem eigenen Körpergewicht. Orientiert euch nicht an den Gewichten anderer. Das ist mit ein Grund, warum ich eigentlich noch nie wirklich meine persönlichen Gewichte bzw. Rekorde oder ähnliches in meinen Videos geteilt habe. Weil ich einfach denke, jeder Mensch hat einen anderen Körper, jeder Mensch hat einen anderen Fortschrittsgrad und ja,
Ihr seht ja, mit welchen Gewichten ich jetzt hier und da in meinen Videos trainiere. Da muss ich jetzt auch nicht noch explizit in die Ecke schreiben, dass es jetzt 100 Kilo sind. Basis der Kniebeuge ist ein mehr oder weniger hüftbreiter Stand und etwas nach außen rotierte Fußspitzen. Leicht nach außen rotiert, also jetzt nicht extrem, sondern wirklich nur leicht. Und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr während der Ausführung, wenn ihr jetzt runtergeht in die Hocke, die Knie in Richtung der Fußspitzen bewegt. Sie fallen nicht nach innen ein. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt müsst ihr natürlich auch nicht so tief runtergehen wie ich. Irgendwann solltet ihr es natürlich versuchen, aber wie gesagt, abhängig von eurer Beweglichkeit, tastet euch einfach langsam daran. Die Belastung solltet ihr immer auf dem Mittelfuß, Tendenz eher auf der Ferse spüren, also schaut, dass ihr euer Körpergewicht auch dementsprechend verlagert. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mit Zusatzgewicht starten, dann solltet ihr dazu in der Lage sein, euch zusätzlich noch auf euren Oberkörper zu konzentrieren, denn jetzt lastet Gewicht auf euch. Und wenn ihr den Oberkörper nicht anständig stabilisiert bekommt, dann geht das nicht gut aus. Ich empfehle ganz klar, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Wenn ihr oben seid, nehmt einen tiefen Atemzug, haltet die Luft an, baut Spannung im Rumpf, im ganzen Oberkörper auf, geht runter, geht wieder hoch, atmet aus, atmet wieder ein und das Ganze geht wieder von vorne los. Also das ist so eine Art Pressatmung. Und da sorgt ihr eben dafür, dass ihr diese Spannung aufrechterhalten könnt. Wenn euer Oberkörper oder explizit jetzt euer oberer Rücken nicht stark genug ausgeprägt ist, dann passiert das ganz, ganz oft, vor allem sehe ich das immer bei den Mädels, wo der Oberkörper nicht so stark trainiert wird, leider Gottes, dass der Oberkörper so ein bisschen nach vorne runter kippt oder der Oberkörper nicht wirklich mit der Beinmuskulatur mithalten kann und dementsprechend natürlich auch das Gewicht, was auf dem Nacken lastet, den Oberkörper nach vorne drückt. Der Rücken ist einfach zu schwach, um dem gegenzusteuern. Deswegen nur so viel Gewicht bewegen, wie euer Oberkörper auch stabilisieren kann. Jetzt noch ein paar Bonustipps. Schaut, dass ihr die Stange relativ eng greift. Dann seid ihr einfach viel, viel stabiler und seid sozusagen eins mit der Stange. Die Ellenbogen sollten ein bisschen nach vorne gezogen werden und wenn ihr es richtig macht, dann knickt das Handgelenk nicht so ab, wie ich es jetzt hier gerade mache. Man kann nie alles berücksichtigen, aber man sollte sich immer wieder, jedes Mal, wenn man die Kniebeuge neu startet, auf alle Sachen konzentrieren und versuchen, natürlich alles richtig zu machen. Dann sollte der Kopf immer in Verlängerung zur Wirbelsäule sein, also nicht im Spiegel anschauen, könnt ihr anfangs mal machen. Aber langfristig solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass der Kopf immer, also die Halswirbelsäule in Verlängerung zur restlichen Wirbelsäule steht. Abschließend noch ein Tipp, der jetzt in allen Köpfen hängen bleiben soll. Arbeitet nur mit so viel Gewicht, wie ihr tatsächlich auch kontrollieren könnt. Das Gewicht darf euch nicht kontrollieren, okay? Deswegen niemals mit Schwung arbeiten, immer unten mit einem kleinen Stopp arbeiten, nie abfedern. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch etwas weniger Gewicht bewegen, aber das ist dann tatsächlich auch Gewicht, was ihr bewältigen könnt und nicht irgendwie irgendeinen Ego-Film, den ihr fahrt, denn das bringt euch nur Verletzungen ein und bringt euch auch im Ziel nicht unbedingt näher. Ja Leute, das war's auch schon mit meinem kleinen Trainings-Voice-Over, Fokus auf die Kniebeuge. Wenn ihr mehr in der Richtung sehen wollt, auf jeden Fall Daumen nach oben, kleines Kommentar hinterlassen, falls ihr irgendwelche anderen Übungen analysiert haben möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, das war es auch schon mit meinem Vlog. Ich entschuldige mich wieder mal für diesen kleinen, unspektakulären Vlog. Aber ich bin die letzten Tage extrem krass in der Contentplanung, was den restlichen November, was den Dezember angeht. Man munkelt, dass im Dezember eventuell täglich Videos kommen. Deswegen entschuldigt bitte meine Inaktivität und dass diesen Mittwoch auch kein Video kam. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bin mega gespannt, was die nächsten Wochen mit sich bringen. Wenn ihr noch nicht Teil der Family seid, unbedingt abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich freue mich riesig über euer Feedback, über eure Kommentare und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.